Splinter Cell Blacklist Folge 44. Wir sind beim Angriff auf Amerikas Benzin. Oder bereits nach dem Angriff. Wir haben ihn ja verpasst, weil wir kleine Probleme mit unserem Flugzeug hatten. Ach, hallo. Und jetzt, ja. Wo ist der Typ? Das ist so unwitzig mit denen, ganz ehrlich. Das. Na toll. Ja, ja, lass das ruhig da alles explodieren, das ist mir ja egal. Wie wär's mit ein wenig Hilfe? Packen wir es an. Sind die denn? Hier schon mal nirgends. Cool, das finde ich super hier. Das erinnert mich so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das auch, das gab es früher immer. Für Kinder, so große Häuser, wo man sich immer so irgendwo durch und drüber muss und dann irgendwo hinklettern, das fand ich immer sehr cool. So, den haben wir gerade so erwischt. Alter. Deckung. Den habe ich nicht gesehen. Komm mal ein Stückchen näher und dann bist du dran, Kollege. Ich korrigiere mich. Ach, was schießt denn der? Hat er mich gesehen? Wieso das denn? Ich bin doch schon längst wieder weg. Ihr habt mich doch alle gar nicht gesehen. Gib mir Orientierungspunkte. Oh. Da vorne ist die Feuerwache. Die Erstversorger sind direkt davor in Deckung gegangen. Oh, Munition, perfekt. Na, wenigstens. Ah, das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. So, ich nehme mal das Snipergewehr mit. Sam, du bist in einer Umgebung mit vielen Gegnern, die alle schwer bewaffnet sind. Schalte sie einzeln aus, sonst wirst du überrannt. Ist okay, dafür habe ich jetzt mein Snipergewehr dabei. Ach, ich freue mich. Hör, wo geht's denn hier lang? Ach, da. Ui, hallo. Ich glaube, das hat keiner mitgekriegt. Die schreien wegen irgendwas anderem. Aber cool, cool ist. Oh, da müssen wir einen einfangen. Na toll. Super, das hat ja toll funktioniert. Oh, ich bin tot. Na toll. Alter, das läuft ja wieder. Oh. Ich muss das irgendwie anders angehen. Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Engineers ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Sam, du bist in einer Umgebung mit vielen Gegnern, die alle schwer bewaffnet sind. Schalte sie einzeln aus, sonst wirst du überrannt. Na gut. Ich probier's. Ui, da ist man aber auch nicht nett zueinander. So. Achso.
Ich glaube, wir sind uns einig bei dem Thema, Jungs. Ihr bleibt da jetzt mal lieben. So, wo ist der Fette? Der ist nämlich ein bisschen das Problem. Da ist er. Ach, da ist das Nabelgewehr. Ey, die, ganz ehrlich, das ist so... Die Typen, die fressen 3-4 Magazine. Das ist doch echt nicht normal. Einfach weitermachen. Ich sehe nichts. Warte mal, das bringt so nichts. Wir gehen da mal wieder runter. Und probieren es nochmal von unten. Na top, hey. Also ich finde diese Rotaugen, die überleben auch einfach zu viel. Hab nichts gesehen. Die sind nur ein Stockwerk weiter oben, okay. Wo muss ich eigentlich hin, wenn ich mal so fragen darf? Das waren ja gerade die Feuerwehrleute, die sich da unterhalten haben. Sind die da unten? Hier ist gar nichts. Wir haben Verwundete. Mindestens 7. So, wo sind die jetzt? Da. Wieso muss ich jetzt nach da oben? Ich dachte, ich soll den Feuerwehrleuten helfen. Scheiße. Ey, das kannst du doch vergessen. Spast. Entschuldigung. Nein, Mann. Alter, wie kann man sich nur so doof anstellen? Das Feuer ist außer Kontrolle. Du musst alle Ingenieure ausschalten, bevor sich das Notfallteam wieder an die Arbeit machen kann. Achso, ich muss alle ausschalten, richtig, das war ja der Job. Sam, du bist in einer Umgebung mit vielen Gegnern, die alle schwer bewaffnet sind. Schalte sie einzeln aus, sonst wirst du überrannt. Ich probier's, es ist nur nicht so leicht, gute Dame. Wenigstens mal ein, ey. Ja,
Dafür liegt er, glaube ich, auch ganz gut. Oh! Den müssen wir einfangen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade die Nerven dafür habe, aber eigentlich schon. Wo ist denn der jetzt? Da oben? Warum ist der jetzt nach da oben? Hopp, da ist noch einer. Was ist da drüben los? Was tun wir jetzt? Wir kommen da nicht rein. Nur die Ruhe, der entkommt nicht. Kriege ich doch auch wieder nicht mit einem Schuss. Deckung? Hey, komm, hilf beim Suchen! So, und den schnappen wir uns jetzt lebend. Sam, Lagebericht? Bereich um die Feuerwache ist sauber. Und du? Ich jage den Chefingenieur. Informier mich. So, den haben wir wenigstens. So, Alter, das lief ja jetzt super. Kommen wir runter. Ah, cool. Juhu! Das finde ich immer toll. Jungs? Oh nein, ich muss darüber. Ach, da sind noch mehr. Chief! Alles okay, Ihre Männer können weiterarbeiten. Danke für die Hilfe. Jetzt können wir endlich alle evakuieren. Kann man das Feuer nicht irgendwie löschen? Die Hauptgasleitung pumpt das Gas direkt ins Feuer. Wenn's die Pipeline erreicht, macht's Peng. Wir könnten genauso versuchen, es auszupissen. Wie geht's ihm? Verstanden, Sam. Suchen Ausgang für dich. Nein, ich meine, warte. Wenn du ein Terminal finden kannst, kann ich den Virus ausschalten, das System reinigen. Chief, wo ist der Kontrollraum? Oben im Terminalbereich. Ist zu gefährlich da. Ich habe Verstärkung, das wird schon. Viel Glück, Chief. Wenn ihr einer Glück braucht, dann sie. Wenn du es bitte in den Terminalbereich schaffst, kann Charlie den Gaszufluss stoppen. Sag mir, dass dein Anzug feuerfest ist und. Na toll. Sind hier auch noch Gegner oder kann ich jetzt. Gerade bloß gucken, dass mich keine Feuerwogen erfassen. Muss ich überhaupt hin? Ich muss darüber. Wo laufe ich denn hin? So. Mann, oh Mann. Aber das finde ich echt, das finde ich das einzig Frustrierende in diesem Spiel. Wie viel diese blöden Rotaugen da überleben. Das ist nicht normal. Oh oh. Ich frage mich, ob das hier auf Zeit geht und irgendwann alles einstürzt oder so. Ich hoffe mal nicht. Sam, ich habe die Funksysteme der Engineers im Terminalbereich gehackt. Willst du mithören? Natürlich. Ich habe jetzt nicht viel verstanden von diesen Funksprüchen, aber. Ich bin jetzt im Terminalbereich. Gut, der Kontrollraum ist in der oberen Etage. Das ist, glaube ich, kein Gegner.
Alter, aber cooles Szenario ist es trotzdem. Ah, da komme ich hoch. So. Hopp. Da rüber. Und da hoch. Charlie, ich bin im Kontrollraum. Verbinde dein Offset mit dem Hauptterminal. Ich habe über das SMI Zugriff. So. Du hast es geschafft, Charlie. Hab vollen Zugriff auf Lampen, Türen, Überwachungskameras. Moment, das könnte der Anführer sein. Er ist als Sanitäter verkleidet. Schick dir die Position. Dann los. Na, let's go. Verhören, okay. Wir wissen ja, wie Sam Fisher verhört. Und da vorne sehe ich schon neue Munition. Jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. So, wir behalten die Ausrüstung, die ist ganz gut. So, ich behalte auch das Snipergewehr. Sam, auf den Blaupausen sind Lüftungsschächte. Kannst du mit ihnen die Gegner austricksen? Wenn's da drin auch nicht so heiß ist. Was ist sind denn hier Lüftungsschächte? Ich sehe gar keine. Ach, da, direkt vor mir. Alter, was schreit denn der sowas? Bitte. Schnell, 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 schnell. Bitte, ja, geh rein. Danke, perfekt. So. Hier hoch. Cool. Nothing there. Ich glaube, wir gehen doch lieber unten lang. Keine Ahnung, ob das irgendwie besser ist, aber ich hoffe mal. Hallo? Ah. Nein, Sam, würdest du da bitte. Ja, danke. All quiet. Aha, hier geht's auch noch runter. Hm. Ja, aber das ist die falsche Richtung. Scheiße. Wir müssen schon nach da oben. Ich glaube, wir sollten die auch echt alle ausschalten. Oh oh. Ich verziehe mich mal lieber. Die wissen jetzt nur, dass ich da hinten bin und nicht, dass ich da vorne bin. Worauf schießt denn der? Nix hier weg hier. So, wo ist der? Wo ist denn der? Einer müsste noch übrig sein. Ah.
gotta be here. Oh yeah. Gut. So geht's doch auch. Oh Gott, das will mir sehr schon bei 20 Minuten. 21 Minuten. Was mache ich denn schon wieder? Überziehen bis zum geht nicht mehr, aber es ist gerade auch spannend. Deswegen unbedingt bei der nächsten Folge wieder einschalten bei Splinter Cell Blacklist. Bis dahin. Tschüss. Bye bye.